Yo Leute, wir sind zurück in Digimon World 2003 für die PlayStation 1. Im letzten Part haben wir, was haben wir da gemacht? Karten gespielt. Und wir haben das Wemon Level Special gemacht. Das heißt, unser Wemon ist jetzt ein Imperialdramon. Noch habe ich nicht weitergelevelt. Ich möchte die ganzen Level vielleicht auch einfach so nebenbei sammeln, beim Hin- und Herlaufen. Da kommt ja auch einiges zustande, muss man ja auch leider mal sagen. Das ist ja auch zwar nicht gewollt so, aber das ist halt einfach so, ne? Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. In diesem Part werden wir uns darum kümmern, die Secret-Bosse aus Digimon World 2003 zu machen. Doch dafür müssen wir ein bisschen in der Story weiterspielen. Und genau das machen wir jetzt. Das zeige ich euch jetzt erstmal. Es kann sein, dass Teile der Story ein bisschen broken sind. Auf jeden Fall sind wir wieder Oinkmon. Hey, Kyle! Also wir sind nicht Oinkmon, ist ja klar. Das ist ja... Das war wieder ein Versprecher, Alter. Ihr wisst ja, die komischen Typen alle sind Oinkmon. Belias, Gott sei Dank, du bist okay. Oink, oink, oink. Kyle, was ist passiert? Warum wurden sie in Oinkmon verwandelt? Es sind Wemmon, sie waren es. Was? Was hast du gesagt? You're a wizard, Harry. But I'm just Harry. Well, just Harry, you're a wizard. Nein. Viele Wemmon kamen aus dem Admin Center von Amaterasu. Sie schossen Strahlen und sie verwandelten alle in Oinkmon. Warte, Wemmon haben diese Art von Power nicht. Wurden sie umprogrammiert? Ich weiß nicht. Ich habe mich mit den anderen im Keller versteckt. Aber ich war die Einzige, die nicht verwandelt wurde. Teddy und Lisa wurden in Oinkmon verwandelt. Und wer noch? Yeah! Warum auch yeah? Keine Ahnung. Teddy, Lisa und die anderen sind jetzt Oinkmon. Muss ich das verstehen? Was zum Teufel? Was ist passiert? Wohin sind die Wemmon gegangen? Die Texte sind total kacke. Sie sind direkt in den Meisterraum gegangen. Dann gibt es ein Geheimnis im Meisterraum. Lasst uns gehen. Kyle, du versteckst dich irgendwo. Was? Aber Belias. Ich bin der Einzige, der in dieser Welt... Oder ich bin der Einzige in dieser Welt, der mit ihnen kämpfen kann. Mach dir keine Sorgen, überlass es nur mir. Ja, ich mache mir gar keine Sorgen. Gut, ich glaube an dich, Belias. Aber wenn du verlierst, zeige ich's dir. Was zeigst du mir dann? Meine Güte, ist gut. Dann bin ich weg. Alles klar. Und oink, oink, sei vorsichtig, Belias. Aber die AOA sind noch nicht besiegt. Was ist wohl in der echten Welt passiert? Ah, jetzt sehen wir eine kurze Sequenz. Straßenecke in Kusanagi City. Ja, da sind die Wemmon. Und die sind jetzt in Real Life. Oh mein Gott, Wemmon in Real Life. Oh, oi, 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 oi. So. Amaterasu Brücke. Wir sind wieder zurück und wie gesagt, wir haben, ich glaube hier kann man, ach ja, man kann durch, die Nightmon lassen einem durch. Wir können in der Stadt nichts Großartiges machen. Ich kann vielleicht gerade mal gucken, ob man doch was machen kann. Aber wir werden uns ja wie gesagt in diesem Part um die ganzen Secret Boss, Super Bosse kümmern. Ich weiß nicht, ob ich alle in ein Video kriege, aber ich werde so viel wie möglich hier machen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich denn schon in den geheimen Shop kann. Wedges Shop. Nein, ich kann noch nicht vorbei. Das heißt, ich werde hier nie vorbei können, weil ich den Typen nicht angelabert habe. Aber das ist auch im Prinzip egal. Ich weiß nicht, sind die stärker als die Waffen, die ich habe? Ich guck mal. Ja, keiner kann es anziehen, ne? Ist ja geil, ne? Belialzahn. Ich habe keine Ahnung, ob das toll ist. Aber das boostet auf jeden Fall mal ein paar Digimon von mir. Das Gulfschwert. Das Schwert von Ulf. Ist das ein Zweihänder? Ich weiß es nicht. Bye. Ausrüsten, ja. Wen ausrüsten, Gilmon? Und noch ein Gulfschwert. Und das rüsten wir dann... Wen ausrüsten, Agumon aus. So. Haben wir sonst irgendwas, was vielleicht stärker ist als das, was wir ausgerüstet haben? Da ist etwas, was besser ist. Prachthorn, aber wir können keine Hörner ausrüsten. Weil sonst unser Dings nicht stackt. Aber wir können den Muggenhelm. Den können wir, den Muckenhelm.
Dann locken wir Mucken an mit dem Helm. Ist ja klar, das ist ja normal. Das macht man ja auch jeden Tag so, ne? Und dann noch den anderen Muckenhelm so ausrüsten. Und dann rüsten wir den in Agumon aus. Und Apokalypse. Nein, das brauchen wir alles. Obwohl, das ist gut. Das hier ist gut. Das holen wir uns jetzt mal. Und zwar auf Wemon, Gilmon und auch auf Agumon. Ich habe übrigens die ganzen Punkte von Wemon verballert für, was habe ich denn gestattet? Ich habe ein bisschen Speed und ein bisschen Defense gemacht. Ich kann euch das ganz kurz zeigen, bevor wir die Secret-Bosse machen. Kann sein übrigens, dass das eine recht lange Folge hier wird. Ja, also Speed auf 660 und Defense auf 762. Das heißt, Wemon sollte jetzt einigermaßen was machen können. Ist noch nicht ganz so stark wie die anderen beiden, aber es kann auf jeden Fall was reißen, das kann ich euch versprechen. Ja, und dann gehen wir doch schon mal zum ersten Secret Boss. Und da werde ich jetzt erstmal hingehen. Das ist alles hier im Armeterra-Server. Und wir sehen uns dann sofort vorm Secret Boss. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Wir befinden uns in der Armeterra's City Kanalisation. Das ist derselbe Ort wie in Asuka-Server. Auch die Kanalisation. Ihr kommt da über die Brücke. Da gibt es ja diesen einen Spot, wo man runtertauchen kann, wo der Datamon war. Und da werden wir jetzt auch genau in diesen Raum hingehen. Da, wo Datamon in Asuka-Server war. Falls ihr euch erinnert. Und hier ist der erste Secret Boss oder der erste Super Boss. Black Wargreymon. Ich bin Black Wargreymon. Ich bin Burger King Wargreymon. Willkommen, mutiger Tamer. Kämpfe mit mir. Klar, ich besieg dich. Du hast echt Mut. Komm schon, ich zeig dir meine Kräfte. Na gut, fangen wir an. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Black Wargreymon. Das soll recht easy sein, habe ich gehört. Wir kämpfen aber mit unserem frisch digitierten Digimon hier Imperialdramon und so, ne? Mega Heal haben wir hier drauf. Wir attacken normal. Sprachfehler. Natürlich attacken wir mit Normal Attack. So. Ach, Terra Destroyer in mein Face. Was willst du mit deinem Terra Destroyer? Jetzt bin ich One-Hit, passt auf, ey. Nö, es zieht nicht wirklich viel ab. Das heißt, mit unserem neu trainierten Wemon können wir gegen Black Wargreymon bestehen, wie es aussieht. Mal sehen, wie viel sein Normal-Attack abzieht. Oh, auch ungefähr so viel. Ja, das ist doch schön. Dann können wir mit unserem neuen Digimon schon die ganzen Superbosse machen. Also die sind nicht wirklich super, wie ihr sehen könnt. Ich finde die Superbosse in Digimon World 2003 ziemlich lame. Es gibt 6 Stück insgesamt. Also 6 Stück bevor Postgame und so. Ihr wisst, was ich meine. Und das war's, Black Wargreymon, der geht down. He is going down, down. So, wir haben ihn besiegt. Imperialdramon ist schon Level 16 mittlerweile, Digitationslevel. Auf 99 kriegen wir Imperialdramon Fighter Mode. Du bist wohl kein Schwätzer. Nö. Sowas habe ich schon 100 Mal gemacht. Hahaha, du gefällst mir. Nimm sie dir. Und wir haben die Platin-ID bekommen. Damit ist jetzt versucht, der Stärkste zu sein. Das ist das Geheimnis eines großen Themas. Okay. Und ich werde jetzt ganz kurz aufheilen. Und wir haben die Platin-ID bekommen. Mit der Platin-ID können wir nun überall das maximale Training genießen. Sag ich jetzt einfach mal. Und ja, finde ich ziemlich nice. Können wir gut gebrauchen. Ist aber jetzt nicht notwendig unbedingt oder so. Aber ist ganz cool. Und dann werden wir direkt zum nächsten Secret Boss gehen. Bis gleich. So, Leute. Wir sind jetzt beim nächsten Ort. Und zwar befinden wir uns in Amaterra-Server. Die sind also alle in Amaterra-Server. Brauche ich, glaube ich, nicht dauernd sagen. Und zwar sind wir in den Protokollruinen. Da, wo wir gegen Pharaomon gekämpft haben. Und hier ist Black Mega Gargomon. Und ich glaube, das soll... ich bin schwarzer Magna Gargomon. Da weiß selber gar nicht, wer er ist. Naja. okay. Bum bum, sagt er auf jeden Fall. Und das ist angeblich der stärkste der Superbosse. Ich bin gespannt, ob unser Imperialdramon eine Chance hat oder nicht. Willst du mit mir kämpfen? Ja, schon. Okay, ich kämpfe mit dir. Super, ich hatte schon Langeweile. Fangen wir an. Auf geht's. Es ist nicht so leicht, mich zu schlagen. Ja, das werden wir gleich sehen, ob es leicht ist oder nicht. Du Gesicht.
Jetzt bin ich gespannt. Black Gargumon. Wir haben Mechanical Bash bekommen. Ich werde aber mit Normal Attack angreifen hier, weil Baum und so. Bin gespannt, was wir reißen können. Geht eigentlich. Eigentlich ganz gut. Magna Break oder so. Ach ja, das verlangsamt mich. Aber ich denke, so schlimm ist das nicht. Wir sind ja recht schnell eigentlich und zu Fuß hier, ja? Wir sind recht schnell zu Fuß. Und da macht wieder Magna Break. So, sorry, ich musste ganz kurz ein Fenster wegklicken, was plötzlich aufgeploppt ist. Wahrscheinlich habt ihr es nicht gesehen, weil ich als Aufnahmesoftware DxStory benutze. Und oh, mittlerweile ziehen wir eben gar nicht mehr so viel ab. Gigamissile. Gigamissile. Wie auch immer. Ja, zieht gut ab. Mal gucken, ob wir ihn noch irgendwie kaputt kriegen oder nicht. Ich mach mal Mega Heal. Ja, hielt uns einmal voll. Boom. Ja. Könnten wir eigentlich noch schaffen. Dann brauchen wir gar nicht unsere anderen Digimon rausholen. Dann schafft unser Imperialdramon das schon ganz alleine. Ja, ich denke also Mega Gargumon, den kriegen wir kaputt. Oh, er greift zweimal nacheinander an. Das könnte Aua machen. Jetzt ist die Frage, was machen wir am besten? Greifen wir mal an. Ah, unser Wemon ist schneller. Jetzt müssen wir eigentlich one-hitten. Also mit dem letzten Schlag jetzt ihm geben. Und er ist besiegt. Wir haben Mega Gargumon, Black Mega Gargumon besiegt mit unserem Wemon. Wir leveln auf. Und kriegen 1300 Bit. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Das ist ja ein Superboss. Das ist ja ein schwacher Superboss. Wow, du hast gewonnen. Na klar, ich habe mit allen gekämpft. Nicht wirklich. Wow, erstaunlich. Ich gebe dir dies. Toll, ich habe den Wildnishelm. Wunderbar. Viel Glück, ich drücke dir die Daumen. So, und dann werde ich mal eben, bevor ich den nächsten Secret Boss in Angriff nehme, ich glaube, einen mache ich noch in diesem Part. Oder ich mache die ganzen anderen in den nächsten Part. Ich muss mal gucken. Wir dürften jetzt sein bei ungefähr 12 Minuten, glaube ich. So 13 Minuten. Einen mache ich auf jeden Fall noch. Ich will mal kurz aber gucken, ob ich den Helm ausrüsten kann. Ich habe nämlich den Muggenhelm ausgerüstet. Der Muggefug. Der Wildnishelm ist für was anderes. Für ein anderes Digimon anscheinend. Ich denke mal auch nicht, dass dann... ich denke, dass das für Bärmon ist oder so. Für Bärmon. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das für Bärmon wahrscheinlich sein wird. Und ziemlich sicher wahrscheinlich ist immer so eine tolle Aussage, ne? So wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen Secret Boss und da treffen wir uns jetzt gleich. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir im Amaterasu-Server Tyrannental. Ihr erinnert euch, da haben wir gegen Dark Tyrannomon oder Master Tyrannomon gekämpft. Das war ungefähr zu Beginn des Let's Plays. Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, um dann den nächsten Secret Boss Kabuto zu machen. Und da ist er schon. Das ist Black Imperialdramon. Ich werde natürlich mit meinem Imperialdramon antreten, welches bereits mit dem Digitationslevel jetzt auf 30 ist. Ich bin Burger King Imperialdramon, der Boss. Du musst mich bekämpfen. Sicher, ich besieg dich jederzeit. Du hast Mut, du gefällst mir. Hey, ich habe auch Stärke. Du hast viel Vertrauen. Super, das wird ein gutes Spiel. Oh Mann, die Dialoge sind so schrecklich in Digimon World 2003, muss man schon sagen. So, und wir beginnen doch hoffentlich mit einem Snowstorm. Aber mache ich jetzt nicht, sondern ich kämpfe normal. Denn ich habe einen schlechten Magic-Wert und das ist ein Magic-Attack. Ah, ich glaube, der Burger King Imperialdramon wird schon stärker sein. Burger King! BK! Naja. Aber anscheinend geht der Kampf eigentlich. Also wirklich, Superboss ist davon keiner. Es gibt natürlich noch den Super, Super, Superboss, welcher ein anderer Thema ist. Das werden wir aber erst haben, dann, wenn wir die Story durchgespielt haben. Vorher ist man dazu nicht in der Lage. Da war gerade irgendwas Wemon-Rückzug. Wollte der mich gerade vom Feld fegen? Nein, Black Imperialdramon, du wirst von einem normalen Imperialdramon besiegt. Und das muss auch so sein. Und wir erreichen Level 51. Oh yeah!
Der Kampf ging jetzt richtig schnell irgendwie. Verloren. Du hast Power. Na klar, ich habe bis jetzt immer gewonnen. Du bist großartig. Hier, ich gebe dir dies. Nimm es. Cool, ich habe den gefährlichen Helm. Der Kampf hat Spaß gemacht. Komm wieder. Komm du doch wieder, meine Güte. Jetzt werde ich eben meinem Wemon das ausrüsten, falls Wemon das tragen kann. Ich hoffe es doch mal. Wenn man das von Imperialdramon bekommt, dann sollte Wemon doch in der Lage sein, es zu tragen, oder nicht? Findet ihr das denn nicht? Ich kann es nicht anziehen. Gefährlicher Helm. Das ist ja auch mal ironisch, ja? Der Wildnishelm, da steht dann legendärer Kampfhelm. Und bei gefährlicher Helm steht legendärer Wildnishelm. Was? Was willst du denn von mir jetzt? Ist doch nicht normal. Also wieder ein Item, welches wir nicht ausrüsten können. Oh Gott, ey, wer erfindet denn sowas? Kann Gilmon ihn anziehen? Nein. Warum können die das nicht anziehen? Muss ich da vorher irgendwas machen? Oder ist das für ein anderes Digimon gedacht? Komm schon, Leute, sagt's mir. Schreibt's mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich habe gerade keine Ahnung. Naja, okay, dann war es das erstmal für diesen Part. Im nächsten Part machen wir dann die restlichen Mega-Ultra-Super-Bosse. Hust, hust. Die also unglaublich stark sind. Und dann machen wir uns mal auf den Weg, die legendären Waffen zu holen. Dann spielen wir die Story durch und dann kommt der Postgame-Content. Da gibt es nämlich noch 4 Lieder und ein Turnier, welches es zu gewinnen gilt. Dann würde ich sagen, in dieser Folge erstmal keine Zuschauerfrage. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao, ciao.